Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zum 8-Bit-Computer. Und heute schauen wir uns tatsächlich die ALU an, im Gegensatz zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich finde, die ALU ist im Grunde das wichtigste Modul, das wir haben. Und zwar führt es dann nämlich die ganzen Rechnungen aus, wie Addition und Subtraktion. Und damit würde ich dann einfach ganz gerne anfangen. Dann habt ihr schon mal was, was wirklich funktioniert, was ihr wirklich auch nutzen könnt. Und daher schauen wir uns jetzt die binäre Addition an. Und wir fangen natürlich immer wieder damit an, indem wir uns anschauen, wie das eigentlich im Dezimalsystem der Fall ist. Und wir benutzen dabei erstmal nur Nullen und Einsen. Und dann seht ihr, haben wir vier verschiedene Möglichkeiten, etwas zu rechnen. Also wir haben hier 0 plus 0. Ist 0, logisch. 0 plus 1 ist 1, genauso wie 1 plus 0 ist auch 1. Und wenn wir 1 plus 1 haben, dann kommt eben 2 raus. Im Binärsystem ist das genauso. Tatsächlich, so funktioniert Addition. Nur, dass wir eben eine 1, 0 hinschreiben müssen, anstatt einer 2. Das heißt, wir bräuchten insgesamt 2 Bits für die Ausgabe. Und das können wir dann auch einfach in ein Truth-Table, also eine Wahrheitstabelle, umschreiben. Und zwar haben wir hier einmal A und B, das sind die beiden Eingaben, also eben 0 und 0, zum Beispiel hier oben. Und dann haben wir theoretisch, weil es ja 2 Bits sind, hier auch 0, 0. Und dann haben wir eben dieses C und das S. S steht für die Summe und C steht für den sogenannten Carry, also sozusagen der Übertrag, der dann in die nächste Addition mit hinzugefügt wird. Das kennt ihr beispielsweise auch, wenn ihr relativ große Zahlen rechnet, dass ihr dann immer eine einzelne Stelle wieder weiter mitnehmen müsst in die nächste Runde quasi. Und mit diesem Truth Table können wir jetzt einen Halbaddierer bauen. Den habe ich hier drüben auch schon mal aufgebaut. Ihr seht, ich habe hier A und B und eben S und C. Und jetzt schauen wir uns einmal das C an. Und zwar, das C hat eine positive Ausgabe, wenn A und B an sind. Also ist eigentlich ziemlich logisch, ja, also das ist einfach ein AND-Gate. Das packen wir hier hin und wir verbinden hier A und B und das verbinden wir zu C. Und wenn wir jetzt hier A drücken, passiert nichts, B drücken, passiert nichts, wenn beide aus sind, natürlich nicht. Und nur wenn beide an sind, dann passiert was. Genau das sollte auch der Fall sein fürs C. Dann haben wir unser S, und zwar geht das nur an, wenn eins von beiden an ist. Und das schreit ziemlich deutlich nach einem XOR-Gate. Das geht nur an, wenn die beiden Eingaben unterschiedliche Zustände haben. Also wir haben A und B ist 0, dann ist S und C auch 0. Dann schalten wir mal B an, dann geht S an, aber C bleibt aus. Wir schalten A an, immer noch derselbe Fall. Und wenn wir beide anschalten, dann geht C an und S geht aus. Das ist also unser Halbaddierer. Damit können wir jetzt zwei Zahlen miteinander addieren. Aber das reicht noch nicht, denn, wie schon gesagt, haben wir diesen Carry, dieses C, was quasi in die nächste Rechnung mit übertragen werden muss. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie eigentlich größere Zahlen addiert werden. Wieder einen kleinen Schritt ins Dezimalsystem, und zwar rechnen wir 18 plus 18. Ja, wir haben 18 plus 18. 8 plus 8 ist natürlich 16, aber wir haben nur eine Ziffer, daher schreiben wir die 6 hin und notieren hier diese 1 im Übertrag und addieren dann die 3 Einsen zusammen, da kommt natürlich 3 raus und dann haben wir eben 36. Das heißt, es werden immer 3 rein addiert und nicht 2. Das heißt, wir müssen jetzt einen Rechner erschaffen quasi, ein kleines Modul, eine kleine ALU, die eben 3 Bits miteinander addieren kann. Und das wird dann auch als Volladdierer genannt. Und hier habe ich die Wahrheitstabelle einmal notiert. Also wir haben diesmal 3 Eingaben, A, B und C. Und wieder die beiden Ausgaben, C und S. Und im Grunde könnte man sagen, wir nehmen einfach die beiden Addierer, also die beiden Halbaddierer von vorhin, und packen die so aneinander, dass beispielsweise die Ausgabe von A und B in die Eingabe vom zweiten reingeht und dann C auch ins zweite reingeht. Dadurch können wir einfach
zwei Halbaddierer nehmen und die einfach nutzen, um einen Volladdierer daraus zu machen. Trotzdem würde ich ganz gerne euch dann zeigen, wie das dann aussieht. Also wir bauen erstmal unseren gewöhnlichen Halbaddierer und der funktioniert ja so. Also das habe ich ja eben schon erklärt. Wir haben hier beide Ausgaben gehen in ein AND und ein XOR-Gate rein. Genau so. Und dann bauen wir im Grunde ein zweites davon. Nämlich nehmen wir die Summe vom ersten, also hier dieses XOR-Gate, und packen das nochmal in ein XOR-Gate rein. Und da nehmen wir das C dazu. Genau so. Und dann nehmen wir ein AND. Und da machen wir Folgendes. Wir packen auch das XOR-Gate rein. Und jetzt haben wir hier diese beiden AND-Gates. Die müssen wir hier noch miteinander verknüpfen. Das machen wir einfach mit dem OR. Das heißt, es ist egal, ob A und B oder A und C oder B und C oder eben, keine Ahnung, ich glaube, das war es mit den Kombinationen. Solange eben zwei an sind, sollte C auch angehen. So, jetzt haben wir hier den Truth Table. Alle drei sind 0, dann sollten die Ausgaben auch 0 sein. Wir schalten C an, es geht an. Wir schalten B an, es geht auch an. Und wir schalten A an, dann geht es auch an. Dann schalten wir mal 2 an, also B und C. Dann geht C an. Wir machen mal A und C, dann geht auch C an. Und einmal A und B geht auch C an. Und der letzte Schritt sozusagen ist, wenn wir alle drei anschalten, dann sollten beide Zahlen leuchten. Ja, in dem Fall wäre das hier eine binäre 3, also 1, 1 ist logischerweise eine 3. So, damit können wir jetzt 3 Bits miteinander addieren, aber das reicht nicht, denn wir arbeiten natürlich mit 8-Bit-Zahlen, das heißt, das hier reicht gar nicht mehr aus. Das heißt, wir nehmen uns diese Volladdierer, packen das auf einen klitzekleinen Chip hier unten. Das sind unsere Volladdierer. Ihr seht A, B und Carry und S und Carry. Und dann skalieren wir das einfach nach oben. Und dann haben wir hier pro Zahl 8 Inputs, A und B. Und ich habe immer die Zeile zugeschrieben, das ist quasi der Wert, der diese einzelne Bit dann hat. Und hier haben wir im Grunde eigentlich den Carry, also Carry Input. Aber ihr werdet sehen, in den nächsten zwei Folgen wird das dann unser Subtract, also unsere Subtraktion. Das heißt, das wird sich alles noch ein bisschen verändern. Aber zuerst bauen wir nur den Addierer. Das machen wir folgendes. Wir nehmen einen dieser Chips und packen ihn knapp hier hin. Und das machen wir dann so wie so ein Slash. Ja? Einfach so diagonal immer weiter nach oben. Und davon brauchen wir natürlich 8 Stück, denn wir addieren jeweils immer 8 Bits plus den Carry von davor. Und dann sieht das in etwa so aus. Und dann müssen wir Folgendes machen. Wir gehen hier unten zum Subtract, zur Subtraktion und packen das hier in den Carry. Weil theoretisch ist es bisher noch unser Carry, aber das wird sich in Zukunft natürlich ändern. Und dann nehmen wir hier den Carry und packen ihn in den nächsten. Und in den nächsten und so weiter. Ich denke mal, ihr kapiert, was ich meine. Einfach immer weiterführen bis zum letzten. Da nehmen wir den Carry und packen ihn ganz unten hin. Genau so. Und dann verbinden wir das. Hier haben wir quasi den einer Addierer und da fügen wir A1 und B1 hinzu. Dann B2 und A2. Dann B4 und A4 und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr kapiert das jetzt. Wir gehen einfach die Leiter nach oben und fügen immer mehr von denen hinzu. Und das habe ich tatsächlich falsch gemacht. Huch. Das muss A32 sein. A64, B64. So. Und dann unser letztes mit A128 und B128.
128. Und dann haben wir das. Und jetzt müssen wir nur noch die Outputs anschließen. Und zwar hier, das ist ja unser einer Adder. Also kommt zu S1, der zu S2, S4, dann S8, S16, S32, S64 und S128. Das sieht dann so aus. Und jetzt können wir mal versuchen, darauf etwas zu addieren. Nehmen wir beispielsweise 13 und nehmen wir mal 6. Also wir haben hier in Binär bei A haben wir 13, da haben wir 6. Und als Summe bekommen wir einmal 16 plus 2, das sind 18, plus 1 ist 19. Und das stimmt auch, 13 plus 6 ist 19. Heißt quasi, das ist der erste Schritt unserer ALU. Wir müssen natürlich noch zwei weitere Sachen hinzufügen, unter anderem eben die Subtraktion und natürlich die Summe out, also quasi, dass es nur ausgegeben wird, wenn wir es auch wirklich wollen. Aber ansonsten war es das jetzt fürs Erste. Das war der erste Teil der ALU. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!